Hallo Ladies and Gentlemen, mein Name ist Coach Tobias Forst, Gründer von Achilles Life Coaching, jahrzehntelanger Empfänger von narzisstischem Missbrauch und ich habe mich daraus selbst befreit. Diese Hilfe gebe ich nun gerne an euch weiter über meine Videos und Coachings. Bevor wir zum Thema des heutigen Videos kommen, bitte abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, setzt euer Like und kommentiert fleißig unter das Video, damit auch andere über den YouTube-Algorithmus die Hilfe finden, die sie suchen. Das Thema des heutigen Videos lautet: Darum sind Enabler klasse und du schuldest ihnen das. Stellt euch Folgendes vor, als Grundvoraussetzung, als Grundsetting. Eine Beziehung, eure Beziehung mit dem Narzissten, der Narzisstin endet in Trennung oder in Scheidung und der Narzisst, die Narzisstin richtet euch hinter eurem Rücken aus, redet euch schlecht, versucht andere zu manipulieren und erzählt Lügen über euch. Ihr bekommt das im Laufe der Zeit mit, weil nicht jeder in diesem ehemaligen Umfeld oder noch teilweise Umfeld ist Loyalist gegenüber dem Narzissten oder der Narzisstin. Viele dieser Leute werden dem Narzissten oder der Narzisstin Glauben schenken. Als weitere Grundvoraussetzung. Ihr verliert Bekannte, Nahestehende, ihr verliert Freunde. Ihr fühlt euch dabei sichtlich nicht gut, denn ihr wisst, das Ganze fußt auf Lügen und eben nicht auf der Wahrheit. Und ihr verspürt Traurigkeit und Enttäuschung, logischerweise. Das ist das, wonach es aussieht, dass passiert ist. Nun gibt es zwei verschiedene Typen von Enablern, von Befähigern für Narzissten und Narzisstinnen. Die deutlich kleinere Gruppe sind diejenigen Enabler, die das bewusst tun. Sie wissen, dass es sich um ein Lügenkonstrukt handelt. Sie versprechen sich einen Mehrwert durch ihre geleistete Assistenz gegenüber dem Narzissten oder der Narzisstin. Hierbei kann man auch durchaus eine gewisse Bösartigkeit und Berechnung und eigene Manipulationswünsche unterstellen. Diese Gruppe ist jedoch zahlenmäßig relativ klein. Man sieht das beispielsweise sehr aktuell im Zusammenhang mit diversen Damen im Umfeld einer Amber Heard, zu der gerade ein Prozess in den USA gegen Johnny Depp läuft, wo zum Beispiel auch eine Maskenbildnerin für Make-up aktiv und freiwillig mitmachte, um sie so optisch aufzubereiten, dass es nach einer vermeintlichen physischen Tat aussähe. Hierbei, und wir erleben es auch bei vielen Politikern in deren Umfeld, die freiwilligen Speichellecker, die hier gerne Dinge, die sich der Unwahrheit zugetan fühlen und hier bewusst so manipulativ und lügend handeln, ohne selbst dabei Narzissten zu sein, sondern Enabler. Diese Gruppe ist jedoch, wie eingangs gesagt, vergleichsweise klein. Die größere zweite Gruppe der Enabler sind die, die ich als die Blinden bezeichne. Diese Leute nehmen nicht wahr, dass es Narzissmus gibt, dass sie dem unmittelbar ausgesetzt sind. Und zu dieser Blindheit kommt zusätzlich noch ein Unwille, eine Konfliktscheue dahingehend, dass sie nicht dich persönlich fragen, wie ist denn deine Sicht der Dinge? Ich habe von ihm, ihr, dies und jenes über dich gehört. Ich muss gestehen, ich habe meine Zweifel. Wie war es denn wirklich? Erzähl mal. Den meisten Leuten, Männlein wie Weiblein, fehlt es leider in diesem Zusammenhang an Eiern in der Hose. Das ist die große Zahl der blinden Enabler. Was ist im Vergleich zum Eingangssetting eigentlich wirklich passiert? Ihr seid im Eingangssetting beschrieben, traurig, enttäuscht und dergleichen. Ja, verständlich, verständlich. Doch es geht auch anders in Abhängigkeit von eurer Betrachtungsweise der Situation, von eurem eigenen Frame. Denn der Narzisst, die Narzisstin log. Andere glaubten das, holten sich nicht die Fakten bei dir ein und entfernten sich von dir. Warum denkst du, dass du dich beweisen musst gegenüber diesen Leuten,
dass es doch eure Freundschaft noch geben solle. Warum drehen wir den Spieß denn mal nicht um? Ist wirklich jemand dein Freund, deine Freundin? Wenn er oder sie Lügen glaubt, nicht offen für die Wahrheit ist, nicht die Informationen bei dir einholt, diese Leute disqualifizieren sich aus deinem Freundeskreis hinaus. Dadurch, dass sie blind oder teilweise willentlich und wissentlich dem Narzissten und der Narzisstin Glauben schenken. Warum sind also Enabler klasse? Enabler sind deswegen klasse, weil sie euch Zeit sparen. Sie sparen euch Zeit, diese einzelnen Freundschaften und Bekanntschaften immer wieder zu re-evaluieren, neu zu bewerten. Qualifiziert sich dieser Mensch noch, in meinem Kreis zu sein? Und unter der Prämisse dieser oben beschriebenen Verhaltensmuster ist die Antwort für die Qualifikation ein ganz klares Nein. Also was, nachdem sie dir dein größtes Gut gespart haben, Zeit, schuldest du ihnen was genau? Du schuldest ihnen im Stillen Dankbarkeit. Du schuldest Enablern Dankbarkeit, denn sie haben dir wahnsinnig viel Zeit erspart. Abschließend an dieser Stelle sei gesagt, Qualität schlägt Quantität. Du kannst sie nicht alle sehend machen. Jeder hat hier seine eigene Reise. Eine kleine Ergänzung lediglich dazu. Ihr müsst euch nicht beweisen, dass diese Freundschaft noch Bestand hat, denn diese Leute interessierten sich nicht für eure Wahrheitserkenntnis, sondern glaubten einem Lügner und einer Lügnerin. Okay. Wozu ihr jedoch gegenüber euch selbst, eurer Familie, vielleicht auch eurer Firma die Verpflichtung habt, ist es, wenn Lügen, die tendenziell familienschädigend, geschäftsschädigend sich auswirken könnten, dass ihr mit Nachdruck einmal den Hammer auf diese Lügenkonstrukte setzt und die Lügenzwiebel der Narzissten schält, bis der stinkende Kern für alle riechbar, sichtbar und erkennbar ist. Ein kleiner Bonus nebenbei, der damit auch passiert ist: Ihr habt es damit geschafft, euch unattraktiv für die Narzissten zu machen. Denn so eine Interaktion, das signalisiert ihr damit ganz deutlich, hat einen Preis. Also seid ihnen dankbar, nutzt die geschenkte Zeit für die freiwillige Disqualifikation dieser Enabler, nutzt diese Zeit konstruktiv und produktiv für all das, was ihr in eurem Leben sozial, beruflich, privat erreichen wollt. Und sei dein eigener Held. Sei deine eigene Heldin. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.